Willkommen zurück zu Divine Divinity. Mir sind in der Liste einige Häuser aufgefallen, die ich noch nicht erkundet habe. Und darin im St. Patrick's Herrenhaus. Dann waren wir ja noch nicht so vehement im Ostteil der Stadt. Ich würde sagen, da können wir uns umhauen gucken. Da habe ich nämlich auch beim Umschauen den einen oder anderen Laden gefunden, den ich noch nicht kenne. Hier ist mal ein schöner Garten mit Fröschen und so. Oder was auch immer das sein soll. Dann haben wir nämlich hier einen Laden, also hier oben, den ich noch nicht kannte. Und das ist der. Pergors Weinfass. Okay, mal gucken, was es denn hier so gibt. Pergos Weinfass. Da ist Perger. Wegstecken. Guten Morgen, mein Freund. Erlaubt mir, mich vorzustellen. Mein Name ist Pergo. Ich bin ein bescheidener Händler. Hier in Vettistes. Wie ihr seht, habe ich meine Delikatessen exklusive Weine spezialisiert. Erzählt mir mehr von diesen verlesenen Weinen, die ihr erwähnt hattet. Ich bestelle diese Weine direkt bei meinen elfischen Freunden. Sie sind wahre Künstler, ich für einen habe. Verwenden sie bei der Herstellung ausgewählte, sehr seltene Kräuter, um das Aroma zu steigern. Dies ist wirklich ein unvergleichliches Bouquet. Kann ich mich mal umschauen? Wenn ihr. Mann! Wenn ihr einen besonderen Wunsch habt, fragt nur. Ich werde später zurückkehren. Okay, was hast du denn alles hier bei dir? Bierfass, Werkeil, Manuskript. Was hast du denn noch? Sein Karolinstuhl, Bücherregal. Was ist da drin? Ne, Manuskript. Okay, das sieht aus wie ein Drache oder so. Schönes Bild auf jeden Fall. Und hier. Ja, es ist ein Teil von der Geschichte des Piraten Omar. Das soll mich, denke ich, mal nicht interessieren. Davon habe ich aber jetzt schon mal gehört. Wir gehen gleich mal in die Falte runter. Da haben wir so ein Schild. Erstmal mal das Skript, was haben wir da drauf? Barbaren Rotbark. Rot. Das kann ich nicht verwenden. Klingt ja fast schon so wie Erich der Rote da. Naja. Abfall ist aber auch anders. Das sieht mir sehr verdächtig aus. Vor allem da hinten ist ein Sarg. Da ist was versteckt. Da ist hundertprozentig irgendwas versteckt. Ich kann das nicht benutzen. Ich wusste es. Wie kannst du mich entreißen, mich zu stören, Ungeziefer? Weißt du, wer ich bin? Ich kenne dich, du warst der Drogenhändler von Georg. Georg, dieser erbärmliche Mensch, der von meinen Drogen abhängig ist. Aus ganz persönlichen Gründen habe ich beschlossen, ihn zu töten. Was waren das für Gründe, weswegen ihr den armen Georg getötet habt? Und was für eine Art Geschöpf bist du? Geschöpf, ich bin ein Kind der Nacht, ein Vampir. Ich ernähre mich von Lebenden und trinke ihre Lebenssäfte, um mich am Leben zu erhalten. Was treibst du in diesem Keller? Der Eigentümer des Hauses weiß nichts davon, dass ich meinen Keller nutze. Seinen Keller nutze, um während des Tages zu ruhen. Es ist ein leichtes, seine Aufmerksamkeit von mir zu lenken, wenn er einmal zu nahe kommt. Ein durchdringender Blick und ein eindringliches Wort reichen aus. Wenn dann aber die Nacht hereinbricht, verlasse ich diesen Ort und gehe auf die Jagd. Was waren das für Gründe, weswegen ihn am Georg getötet hat? Er war nicht mehr von Nutzen. Er konnte nicht mehr zahlen und droht sein, mit seinen Kameraden die Wahrheit über mich zu erzählen. Der Narr, niemand droht einem Vampir ungestraft. Dann bist du so der Serienmörder, alle fürchten. Der Ausdruck Serienmörder gefällt mir nicht. Solch Geschmeiß findet sich unter euch Sterblichen, die ohne Grund töten. Ich töte, um zu überleben. Doch nun, da du mich Bescheid weißt, darfst du diesen Ort nicht lebend verlassen.
Und ich habe mir gedacht, dass du nicht am Leben bleiben und dich weiter Unschuldigen vergreifen darfst. Nun haben wir wohl beide eines im Sinn, den anderen zu vernichten. Aber mir wird es gelingen. Und nun umarmen wir die pure Finsternis, die nur ein Vampir bringen kann. Dein erbärmliches ist dann am neuen Ende gefunden. Ich werde euer Blut trinken. Und wir haben... Sehr junges Ding. Ihr seht lecker aus. Und somit haben wir, glaube ich, auch Georgs Mörder gefunden. Und damit wäre Georgs Mord geklärt. Das war jetzt ein Hirschfänger, das war ein Dolch und den... Moment mal, war es eigentlich ein Dolch? Ja, war ein Dolch. Gut, aber den brauche ich nicht. Wir müssen jetzt zurück zu Lanilor und davon berichten. Mache ich aber später. Ich will erstmal noch weiter im Bettistis mich umgucken. Ich hörte von Osuma, dass sich das Haus von Penumbra in Verdistis befinden soll. Das heißt, es muss hier irgendwo sein. So, was ist das hier zum Beispiel für ein Haus? Das ist noch dunkel verzeichnet. Achso, es ist dunkel verzeichnet, weil hier kein Licht ist. Aber ich sehe auch irgendwie nirgends eine... Doch, da ist eine Falltür, aber... Das kann ich leider nicht gebrauchen. Diese ist verschlossen. Das kann ich nicht verwenden. Ich habe da spaßhalber mal versucht, einen Dietrich zu öffnen. Haben wir ja noch. Musste aber rausfinden, dass das nicht funktioniert. Also lässt sich nicht öffnen. Ding, wo ich konnte gar nicht irgendwie helfen. Guten Morgen, das ist eine interessante Neuigkeit gehört. Der Alpha-Melist ist langsam zu weit mit Verlaub. Ich kenne meinen Platz und ich will mich respektlos erscheinen. Aber taktisch wächst die Zahl der Armen. Der Krieg nimmt kein Ende und die Geschehnisse in den Farmland bereiten Sorge. In solchen Zeiten sollten die Edelleute den Reichtum nicht zu prahlerisch zur Schau stellen. Wenn wir nichts vorsichtig walten lassen, wird es zu einem Bauernaufstand kommen. Vielen Dank für Ihre Zeit, Bürger. Ja, der Klassiker. Achso, man, die muss man informieren. Der Klassiker zwischen Reich und Arm. Wer wohnt hier? Owen. Seid ihr grüßt. Ich habe Weisung von Ihrer Alex, dass wir drüben an der Kaserne gebraucht werden. Es scheint, dass diese verdammten Orks unruhig werden und die regulären Truppen schaffen das allein nicht. Ich muss gehen. Und hier, Martin. Bevor ich Söldner wurde, ging ich bei den Heilern von Alaroth in die Lehre. Als ich erfuhr, dass meine Eltern beim Trollangriff getötet wurden, schwor ich, Krieger zu werden, um dieses Land von solch bösen Kreaturen zu befreien. Werden sollte widersprechen. Tja, ja. Der Krieg Menschen gegen Orks. Das war ja hier. Wo wir Taschendiebstahl machen mussten. So, Händlergilde. Mal gucken, was aus Marja geworden ist. Da ist sie ja. Aber ich habe das Gefühl, nicht wieder eine Nacht in einem warmen Bett und einem soliden Dach zu verbringen. Der Meister der Gilde hat mich sogar zum Dinin eingeladen. Ich werde später wieder kennen. Ich bin erfreut, dass ihr wohlauf seid. Der Meister. Ihr seid recht dickköpfig, nicht wahr? Ich habe euch doch gebeten zu gehen.
Kann ich nun denn? Kann ich nun Mitglied der Händlergilde werden? Ich bin erleichtert, dass Markom überführt und eingesperrt wurde. Er hatte die Gilde der Händler armen Misskredit bringen können. Für euren Dienst garantiere ich euch hiermit eine lebenslange Mitgliedschaft in unserer Gilde und reiche euch die Hand zum Dank. Hier habt ihr einen persönlichen Schlüssel für das Archiv der Händlergilde. Ihr sollt einige wertvolle Erbliche dort gewinnen können. Gibt es irgendwas, was ich für euch tun kann, nachdem ich Mitglied der Händlergilde geworden bin? Im Händlerviertel gibt es einen Laden, der nur minderwertige Ware führt. Wegen dem Verdacht, dass der Inhaber sich der Hehlerei gestohlener Waren befleißigt. Außerdem besitzt er keine Lizenz unserer Gilde. Ihr wollt, dass ich ein Wörtchen mit dem Inhaber rede? Geht zum Händler Flussheim und versucht, seine zweifelhaften Geschäfte aufzudecken. Sein Name ist Tingalf. Ich weiß, dass Leutnant Robin von der Flussheimer Stadtwache Tingalf schon lange im Verdacht hat, mit gestohlenen Waren zu handeln. Aber ich nötige einen Beweis. Wir sind der Gildenmeister geworden. Ich wurde vor 4 Jahren gewählt, nachdem mein Vorgänger von der Gilde der Attentäter ermordet worden war. Höchst unerfreulich. Warum hat die Gilde Attentäter euren Vorgänger ermordet? Der vorherige Gildenmeister war ein weiser Mann. Doch begann er den Fehler, sich auf Geschäfte mit der Gilde der Attentäter einzulassen. Eines dieser Gildenmitglieder schuldete dem Gildenmeister einen beachtlichen Betrag an Geld. Und dieser war nicht bereit, die Schuld zu erlassen. Was passiert da eigentlich? Es tut mir leid, aber bevor ihr ein Haus mieten oder kaufen könnt, möchte ich hier eine wohlhabende Empfehlung von jemandem, der mit Estes geboren wurde. Okay, und wir sollen uns um Tingalf kümmern. Ja, das ist bestimmt das Archiv dahinter. Irgendwo so eine Bibliothek. Hast du jetzt was Neues zu sagen, Jarun? Ich kann das nicht benutzen. Seid ihr grüßt, das kann ich für euch tun. Vielen Dank für eure Zeit, auf Wiedersehen. Okay, das war jetzt ein sehr detailreicher Dialog. Um das große Herrenhaus kümmere ich mich noch. Wollen doch erstmal sehen, dass wir mit den Quests etwas vorankommen. So. Ich habe auch den Grund gefunden, warum das Getreide vergiftet wurde. So, hier ist irgendwie. Ja, ist keiner drin. Aber hier war doch dieser Typ drin, den wir umgebracht haben. Für den anderen Typen, der nur noch ein Auge hatte. Dann noch Robert hier. Mir scheint, dass wir sehr bald ungewöhnliches Wetter haben werden. Während meiner letzten Machtschicht fielen die Ringtropfen wie Edelperlen. Edelpfeile. Ich habe fast einen Tod geholt. Lebt wohl. Okay, dann haben wir das Haus hier unten. Da ist Terry. Man erzählt sich, dass Dante und seine Frau in letzter Zeit nicht mehr miteinander reden. Die Gerüchte sprechen sogar von einer möglichen Scheidung. Lebt wohl. Wer ist hier hinten? Naja, okay. Dann gehen wir jetzt mal nach Verdistis. Und gucken wir dort diesen Tinkerf zur Rede stellen können, den ich ja jetzt seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen habe in Verdistis. Und der scheint wohl jetzt wieder aufgetaucht zu sein, wie ich mitbekommen habe. Gut, okay. Dann wollen wir uns mal um ihn kümmern. Außerdem habe ich das Gasthaus markiert, wo ich noch nicht drin war hier.
Okay, wo steckt der? Gisalanius war es nicht. Sonst stand doch Tingalf immer neben der Schmiede. Also hier irgendwo. In dem Bereich. Steht aber irgendwie nicht. Giro. Okay, der Marktplatz. Der Marktplatz ist ja hier. Das sind Markus und Moll. Wenn ich ihn nicht finde, frage ich mal eine Wache, ob die was gesehen hat. Wo steckt er? Mathieu. Gibt's da Neuigkeiten? Munkelersatzung. Okay, es ist nicht interessant. Jedenfalls schon Trend, aber es ist momentan für mich nicht so interessant. Da ich ja Tingle suche. Ich habe noch einen Quest im Petto, die ich auf jeden Fall lösen kann. Es muss doch jemand irgendwas von Tingle wissen. Verdammt, wo steckt der? Hier sind so viele Leute, aber kein Tingalf dabei. Ja, hier. Der weiß auch nichts Besonderes. Was Tingalf betrifft. Das war das Haus von Dr. Elraf. Der war sonst immer hier gewesen. Keine Ahnung, wo der jetzt steckt. So, okay. Da machen wir erstmal zwei andere Quests. Und zwar die erste. Wir gehen zum Gasthaus und sprechen mit Madaneus. Um die Quest mit Georg sozusagen abzuschließen. Die waren ja alle hier. In dem Gasthaus. Erstmal hier Laninor. Ah, nee. Da ist auch nichts Relevantes dabei. Das ist der Taverngast. Hier unten war ich auch noch nicht drin im Keller. Beziehungsweise kaum drin. Hoffenweise Giftfässer. Ist da ein Gang versteckt oder so? Nee.
Mamalaneus, war der nicht hier irgendwo in den Zimmern? Das Otto. Harriet. Ah, seid ihr es wieder. Konnt ihr Onkel... Ja, sollen wir das finden? Ja, ich habe ihn gut überwacht. Das sind euch beste Grüße. Das ist ja wunderbar. So weiß er dann wenigstens von unserem Schicksal. Ich möchte das Geld geben, das euer Onkel mir für die Rügen des Virus gegeben hat. Oh, das ist nicht notwendig. Ich kenne meinen Onkel. Er wird uns schon bald selbst etwas Geld schicken. Behalte euer Gold. Ihr habt es heute richtig verdient. Nein, ich bestehe darauf. Wiedersehen. Wo waren jetzt Mananeos? Wo war denn der? Oder war er immer noch in Alleroth? Da ist die vielleicht was. Ja, bloß, wo war Mardanius? Ich habe ihn jetzt seit Ewigkeiten schon nicht mehr angesprochen. So, diese Hülle nämlich, ist es, wo ich das Getreide aufhält, zumindest sein Täter. Weg! Nicht kommen rein! Meister böse werden! Tipsix wollen das Mensch weggehen! So, Grünhaut, du hast also die Ernte vergiftet, wie man diesen Gift besser nicht erkennen kann. Von deinem Ohrkrieger hatte ich etwas so nicht erwartet. Hast du einen Funken Ehre? Hast du keinen Funken Ehre mehr? Weg, rosa Schweinchen! Meister wird strafen, Tipsix! Man hört sich. Wenn hört, ich spreche mit Mensch. Sag mal, warum tust du so etwas? Nee, Meister werden Tipsix wieder quälen. Nein, Tipsix, das nicht zulassen. Tipsix will Krieger sterben. Zieh Klinge, Mensch. Ich werde an Seite von Aden sitzen. Hi. Ja. Das tust du ja jetzt. So, damit hätten wir das auch geklärt. Jetzt müssen wir noch zurück zu der Farm. Und ihm erzählen, was los ist. Und dann zurück zum Krämerladen. War das jetzt zu weit? Oder? Ne, da oben ist er. Beziehungsweise. Da oben in der Ecke irgendwo. Das war Kelten. Nee. Ist zwar nicht gemeint Kelten, aber dafür habe ich jetzt keine Zeit. Ich muss eine Quest abgeben. Und dann bestimmt zurück zum Krämerladen. Der weiß ich aber noch, wo der ist. Hugo, genau. Ich habe den Miska gefunden, der die Ernte vergiftet hat. Es war ein Ork, der drüben in der kleinen Höhle wohnte. Es ist seltsam. Wie kommt ein einfacher Ork dazu, was zu tun? Gift würden die doch nie anfassen. Orks können zwar ganz schön gewalttätig sein, besonders wenn sie etwas getrunken haben, aber wenn sie nüchtern sind, haben sie so viel ihrem Leib wie ein Elf von edler Geburt. Ich schätze, hier steckt mehr dahinter. Könnt ihr die Angelegenheit nicht noch etwas näher untersuchen? Ich habe das Gefühl, dass eine frinste Verschwörung dahinter steckt. Ich denke, ich bitte euch persönlich diese Bestellung zu überbringen. Ich kann die Bestellung leider nicht annehmen. Leptin ist ein netter Mann, aber er hat mich seit einigen oder zwei Monaten nicht bezahlt. Er bekommt erst dann wieder Waren von mir, wenn die alte Rechnung beglichen ist. Wie peinlich. Als mich Leptin ein Warteschreiben zu überbringen, war kein Reden davon.
Das Problem ist, dass Leptin keinen Sinn für Zahlen hat. Er hat schon ein Vermögen in den Laden gesteckt, kann aber nicht akzeptieren, dass mit dem Geschäft einfach nicht genug zu verdienen ist, um davon leben zu können. Wie viel Geld schuldet er euch? Er schuldet mir 2741 Goldstücke, der Arme. Das ist zum Teil auch meine Schuld. Ich hatte nicht zulassen dürfen, dass sich die Schulden derart abhäufen. Bei der gegenwärtigen Wirtschaftslage kann Leptin einen solchen Betrag bestimmt nicht zurückzahlen. Ich hoffe, ihr versteht, warum ich diese Bestellung nicht annehmen kann. Hier, Gus, nehmt diese Goldstücke und liefert Leptin die bestellte Menge Getreide. Ich verstehe nicht, wieso ihr die Schulden für jemanden begleichen wollt, den ihr kaum kennt. Es sei denn, es besteht da eine besondere Abmachung. Aber egal. Ich nehme das Geld. In diesen schweren Zeiten schaut man einem Geschenkenbauer nicht ins Maul. Sag Leptin, ich liefere das Getreide, sobald es verladen ist. Okay. Gut. Ja, da ich gerade sowieso so viel Gold hatte, ist das natürlich kein Problem. So. Jetzt gehen wir mal zurück zu Leptin. In seinen Krämerladen. Und schließen auch diese Quest ab. Und bring dich erstmal um. Und bringet euch erstmal um. Und das Gold mit. So. Das war der Totengräber und da oben ist ein Teleporter, den brauche ich. Ich möchte gerade nochmal was gucken. Ich glaube nicht, dass Madaneus hier war. Alle Heiler sind ja weg. Und Madaneus zu Hause war ja sonst hier oben. In Alleroth. Diese Tür ist fester verschlossen als die Bierkasse eines Zwergs. Wir können sie gerade mal aufmachen, auch wenn es eigentlich jetzt wahrscheinlich unnütz ist. Na gut, es misslungen. Natürlich fest verschlossen. Oder ist er echt noch hier? Nee. In Alleroth ist wie ihr seht überhaupt keiner mehr. Das heißt, er muss im Gasthaus sein. Ich habe ihn nur irgendwie übersehen. Oder war in einem anderen Zimmer. Naja, gehen wir mal zurück zum Krämerladen. Wir können ja später nochmal im Gasthaus vorbeischauen, wenn da noch Zeit ist. So, Krämerladen, 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 Krämerladen. Wo haben wir denn den Krämerladen? Ah, wisst ihr was, wir schauen einfach auf die Karte. Ach ja, das stimmt. Gemischt waren da unten war. Siehst du doch, es war irgendwo hier in dem Teil der Stadt. Leptin. Entschuldigung. Ich sprach mit Hugo und erzählte mir von euren Schulden. Ui, welch Schmach. Mir war nicht gewahr, dass meine Zahlungsfähigkeit derart im Argen liegt. Wie soll ich denn die Zwerge für letzte Werkzeuglieferung bezahlen? Ich hatte gedacht, Hugo würde meine
momentane missliche finanzielle Situation verstehen. Es ist mir sehr unangenehm, euch solchen Ärger bereitet zu haben. Kein Grund zur Sorge, ich habe die Schulden in euren Namen betilgt und Tucher versprochen, das Getreide gewünscht zu liefern. Vielen Dank, mein Freund, ihr habt ein edles Herz. Dieses Getreide wurde dringlichst benötigt. Viele Menschen in der Region leiden Hunger und ich bin der Einzige, der Nahrung versorgen kann. Aus Dankbarkeit für eure Mühen gewähre ich euch im Preisland auf meine Waren. Das könnt ihr mir eure Vorräte berichten. Eben erhielt ich Werkzeuge von den Zwergen und die Elfen beliefern mich mit edlen Weinen und Kräutern. Außerdem beziehe ich Nahrungsmittel aus den Kornkammern des Reiches im Süden. Okay, eine Freude, mit euch Geschäfte zu machen. Gehabt euch wohl. Damit wird es auch abgehakt. Gehen wir nochmal zum Gasthaus zurück und sprechen oder suchen nochmal nach Madaneus. Ich denke mal, der wird ja da irgendwo sein. Wenn ich jetzt da nicht finde, soll es das für diesen Part gewesen sein. Und wir arbeiten das nächste Mal an weiteren Quests weiter. Zum Beispiel, nicht mal Tingalf zu finden. Wobei ich überlege gerade, vielleicht war ja eine Kanalisation gewesen. Sollte ich ihn da finden? Oder sollte ich ihn später nochmal finden? Dann mache ich nochmal einen anderen Kran. Wenn nicht, dann finde ich ihn halt morgen. Na. Das ist blöd, ich will rennen und klick dabei versehentlich irgendwelche Charaktere an. Und renne nicht raus. Hier war bloß sie. Hier war er. Nee, Tatsache, der scheint nicht hier zu sein. Gut, Leute, dann ist Madaleus wohl in einem anderen Gasthaus. Ich werde mal gucken, wo er rumsteht. Und dann im nächsten Part labern wir nochmal mit ihm. Und dann geht's das nächste Mal dort weiter. Bis dann.